Also Roadrunner, na, das ist nur ein Test mit dem Pink Badge. Du musst, damit jetzt nicht für immer rumlaufen, keine Sorge. Wieder Bohrer, für den brauchst du aber nur 1000. Da ist der Ring! Für den Pokémon. An der abgetrennten Hand! An dem Seelenfresser. Ja, toll. Tja, jetzt wissen wir, was Andvari zugestoßen ist. Wir können es Brock sagen. Wir müssen nicht kämpfen, oder? Doch, wir kämpfen gegen ihn. Da ist er doch. Aber warum? Weil du Angst vor ihm hast. Okay, einen Seelenfresser besiegen. Tja, Nifus, wie zu viel zum Thema, sehr gut versteckt war. Das war leicht. Oh no. Ja, Bullshit, so schnell sind die 40 voll, gell? Vielen lieben Dank. Ach, guck mal, ja. Ah. Ich glaube, ich weiß, warum der eine nicht angreifen konnte vorhin. Den möchte ich auch nicht tauschen, gell? Ja, richtig. Und was sagt der Fachmann? Hat man das Franchise gekonnt frisch gehalten oder sich zu weit entfernt? Weder noch. Es ist was völlig Neues einfach. Also es ist weder frisch gehalten, weil es ein komplett neues Spiel ist, noch hat man sich zu weit entfernt, weil es immer noch Kratos ist. Es ist was Neues, Eigenes und es ist sensationell bisher. So, lass uns jetzt mal eben die Kiste hier öffnen. Ah, das war gar keine Kiste. Oh. Was haben wir denn dann hier? Jetzt sag nicht, dass das der einzige Weg war. Zum Seelenfresser zu kommen. Oh, warte mal. Haben wir die Siegel zerstört, um zum Seelenfresser zu kommen oder um uns einen Vorteil gegenüber dem Seelenfresser zu erarbeiten? Oh, wait a minute. Was haben wir denn hier? Ah, jetzt wissen wir, wie wir die Dinger kaputt machen können. Mit Explosionen offensichtlich. Also irgendwann kann unsere Axt wahrscheinlich explodieren oder wir haben einen Zauber, der Explosionen verursacht. Jetzt können wir aber schon vorzeitig hier unten hin. Wir finden eine Menge Hacksilber. Okay, cool. Also so funktioniert das. Jetzt pass mal auf. Ich will wissen, weil ich da jetzt nicht ganz aufgepasst habe gerade. Konnte ich die Tür hier öffnen? Nein, konnte ich nicht. Ich musste also tatsächlich die Siegel zerstören, um hier weiterzukommen. Interesting. Okay, und Seelenfresser. Let's do this. Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Konzentrieren, Junge! Ach,
What? Oh, muss ich da immer in sein Herz treffen? Jedes Mal? Während der ersten Pause machen. Oh shit, da bin ich jetzt explodiert. Oh, das ist tough. Nur mit Axtwürfen besiegen offensichtlich? Okay. Das ist irre. Wie sollen wir denn etwas aus Stein töten? Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Ja. Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Kann ich ihm nicht irgendwie Schaden zufügen, indem ich dahin werfe? Nevermind. Das können wir gegen ihn verwenden. Okay, wir schlagen offensichtlich Stücke aus ihm raus. Oh, mit Mobs? Ach, der Junge hat das jetzt gemacht. Ah. Ja, wir machen dann nur Kurzschaden. Wie Heilung eventuell? Habe ich das Feuer gerade geparried? Was? Okay, weißt du, was ich jetzt als allererstes mache? Ich mache diese ganzen Dinger weg. Das ist irre. Wie sollen wir denn etwas aus Stein töten? Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Ja. Diese Dinger machen extrem viel Schaden an mir jedes Mal. Ich will hier meine Ruhe haben. Okay, juckt ihn nicht. Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Hey, Spasti. Dann mal los. Wie ich das geparried habe. Oh, das mit dem Feuer ist etwas lästig. Was ist denn?
Oh. 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 Das habe ich euch gesagt, sobald diese scheiß Explosionsdinger weg sind, habe ich kein Problem mit dem Boss. Kann man auch ohne Steine machen, ist easy peasy. Leichter Runenangriff, ein schneller, kreisförmiger Schockwellenangriff, der Gegner verlangsamt und zurückschleudert. Okay. Warte, ich wollte eigentlich, und ich glaube, das hätte mir auch gerade eben zwei Tries vielleicht geholfen. Ich will wieder dieses Schutzding haben mit dem passiven Effekt. Stahl. Das Feuersiegel des Schutzes. Erhöht Resistenz gegen Brandschaden. Alchemistenring. Zwergeninschrift. Der Alchemist, aber wo ist der Rest von ihm? Höchstwahrscheinlich Asche. Der Seelenfresser hat ihn erwischt. Wir sollten das hier zu Brock. Okay, Weltenschlange-Fragment und nochmal ein bisschen Hacksilber. So, Junge, lass mal runter hier. Warum machst du das nicht automatisch? Hallo? Danke. Kannst du das lesen? Ja. Diese Runen wurden hastig geschrieben. Da steht Igimsteini. Keine Ahnung, was das hat. Igimsteini, wenn dies eine Nachricht von Andvari ist, was bedeutet sie? Geht es um den Ring, den wir an seiner Hand gefunden haben? Fragen wir Brock. Wir werden den Blauen fragen. Dann bist du jetzt interessiert? Wir haben seinen Alchemisten gefunden. Es steht eine Belohnung zu. Ja, die Belohnungen. Okay, kommen wir hier einfach rüber? Oh, come on. Okay, wir können ihn nicht töten, ohne solange das Auge lebt. Aber wir können ihn eventuell einfach zerreißen. Nein, können wir nicht. Ah, jetzt haben wir das Auge aus ihm rausgekickt. Ach nö, jetzt bin ich schon wieder durch so ein scheiß Feuer gestorben. Warum stellen die denn überall diese blöden Feuer hin? Ach, wirklich? Kannst du das lesen? Ja. Ich zerstöre die jetzt mal. Hastig geschrieben. Da steht Igimsteini. Keine Ahnung, was das heißt. Wir werden den Blauen fragen. Dann bist du jetzt interessiert? Wir haben seinen Alchemisten gefunden. Es steht eine Belohnung zu. Hinter dir!
Okay, also werfen ist hier sehr gut. Hier siehst du, dauernd explodiert immer alles. Naja, Kinderspiel, wenn man sich nicht dauernd selber mit irgendwelchen Feuern tötet. Aber 5 Sekunden Unsterblichkeit finde ich gut. Ihnen auch helfen. Na, die werden von den Augen geheilt. Die Augen gehen in diese Drauge rein und heilen die quasi. Und halten sie am Leben. Ja, das habe ich gesehen und dann war ich blöd. So, ich habe da drüben gesehen, dass da was ist. Wie? Das haben wir doch jetzt nicht nur für einen Hack selber getan. Okay, und Port. Moment. Dann sind wir ja wieder hier. Da will ich ja gar nicht hin. Oh. Aber hier war nichts mehr. Hier war wirklich nur das Hack selber. Ah. Naja, gut, von mir aus. Ich dürfte ansonsten hier alles haben. Ja. Servus, Kollege! What? Mach dich bereit! Wer blockt das? Gib dem gleich mal abfallende Axt, Mann. Ich glaube, es hackt, ey. So muss man nicht mit mir umgehen hier. Ah, das ist der Weg zurück. Ja. Hallo Tobi, grüß dich. Schuppenfragmente. Okay. Ja, das ist der Shortcut, wie ich mir am Anfang dachte. Okay, na dann dürften wir hier alles haben. Kann man Lady Tyranne noch irgendwie bekommen? Das war damals mit Amazon Prime. Das geht jetzt nicht mehr. So, Brock. Ich hab, was du wolltest. Was habt ihr gefunden? Alles! Deinen Alchemisten. Tut mir leid, Brock. Die Hand war alles, was wir gefunden haben. Mit dem Ring. Da drin war ein Seelenfresser und... Er muss den Rest von ihm verbrannt haben. Ihr wollt sicher immer noch einen Lohn für eure Mühen, hm? Natürlich. Natürlich, sagt er. Mjonif Roxy? Ich sehe mir diesen Ring einmal näher an. Vielleicht hat Antwari ihn mit Magie erfüllt, bevor er abgekratzt ist. Zwerge können das? Klar, Zwerge und magische Edelsteine sind wie Fliegen und Schweinedärme. Die ganz zarten. Ich will's gar nicht so genau wissen. Okay, selten. Axtknauf. Sehr geringe Bonusaktivierungschance auf eine Schutzbarriere, die Schaden durch gegnerische Angriffe verhindert. Klingt eigentlich ganz gut. Klingt eigentlich ganz gut. Hinten vorne den mit Stärke drin, ne? Das ist eher Abwehr. Ich glaube, auf 2 Abwehr kann ich verzichten. Ist echt ganz gut. Zorn des Eistrolls. Jau.
Das war die Berührung und das ist der 40 Sekunden Frost und Betäubung. Sieht eigentlich ganz geil aus. Lass uns den mal nehmen. Okay. Oh ne, warte, war noch nicht fertig. Wir haben 5000 Erfahrungspunkte. Wir könnten so langsam mal Dinge kaufen, oder? Fernkampf. Die Wurfkombo wollte ich nicht. Frostschub, halte sie gedrückt. Mhm. Ja, Nahkampf vermutlich. Halten Sie den Spaltangriff. Ich will das mit dem Rennen. Das mit dem Rennen ist wohl ganz geil. Ich habe noch nicht genügend Vitalität dafür scheinbar. Halten Sie beim Ausweichen nach vorne für einen schnellen Nein. Schwerer Angriff. Nach Abschluss einer Combo. R1, 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 R2. Ja, okay. R1 bewegungsunfähig. Ach, halten Sie das gedrückt. Okay. Okay, dieser Spaltangriff ist ganz witzig. Ich lern's mal. Wir müssen ja eh alles lernen, nehme ich mal an. So, was ist hier noch? Tippen Sie zwar, um einen Block zu durchbrechen. Heben Sie beim Kampf mit bloßen Händen gedrückt. Gegner reißen. Beim Ausweichen mit bloßen Händen nach vorne. Nein. Halten Sie beim bloßen Kampf mit bloßen Händen gedrückt, um Schildstoß zu führen. Okay. Ja, das hätte ich ganz gerne, oder? Vielleicht. Sprinten mit bloßen Händen und Schulterstoß. Und kurz. Ah, Spaten, den könnten wir ja auch verbessern. Das haben wir schon. So, das heißt, entweder das gedrückt halten, Dampfer. Eigentlich weder noch. Aber ich will Spartas Rage, das ist ziemlich geil. Also das hier, der niederschlagende Zorn. Ja, pass auf, dann machen wir das noch. Und das hier. Okay. Ich hätte natürlich ihm auch noch ein bisschen was beibringen können. Nee, dann gebe ich ihm lieber das. Habe ich noch genau 3 Erfahrungspunkte, dann haben wir ein bisschen was gemacht. Das ist wohl dann ganz gut. Okay, so. Haben wir hier noch irgendwas neu gehabt? Im Juwel. Ah ne, das hatten wir schon. Tod im Inneren, das hatten wir. Genau. Seelenfresser. Sie sehen fast genauso aus wie die Vergessenen, aber irgendwas ist anders an ihnen. Mutter hat die Seelenfresser immer gefährliche Abscheulichkeiten genannt. Sie hat nie auch nur ein schlechtes Wort über irgendein lebendiges Wesen verloren, noch nicht mehr über giftige Käfer. Also soll das schon was heißen. Ich wünschte, ich könnte ihr sagen, dass Vater und ich einen getötet haben. Tja, kannst du nicht mehr. Schade. Sonst haben wir hier nichts neu und das passt. Rock. Was willst du denn noch? Warum habt ihr das Zeichen halbiert? Weil ich keine Geschäftsbeziehung mit diesem Speichlecker mehr habe. Ich wollte nicht, dass er es weiterverwendet und ihm ging's genauso. Die einzige Lösung war, es genau zur Hälfte in der Mitte zu teilen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir uns einig waren. Was noch? Willst du eine Umarmung? Los, zieh Leine! Verzeihung. Okay, und Umarmung. Gerne, hab geöffnet. So, wir haben nämlich wieder ein bisschen Kohle. Mal gucken, mal ganz kurz. Axtknauf, den könnten wir verbessern, wenn wir mehr Fragmente hätten. A+2 Abwehr lohnt sich auch nicht wirklich. Ich muss halt immer so ein bisschen abwägen, was sich lohnt und was nicht. Das ist 3 Abwehr und 1 Stärke. Das kostet nicht so viel, kostet mich aber Stahl und ich weiß nicht, wie wichtig mir das ist. +4, +2. Das klingt ehrlich gesagt ganz in Ordnung.
gut aus. Ja, doch, das finde ich okay. Beim der Köcher ist mir zu teuer zum... Ja, das haben wir noch nicht. Hier fehlt mir wieder eine Frostflamme. Was machen wir hier? Minus 14 Stärke. Ich denke nicht. Plus 9 Stärke. Oh wow, aber minus 11 Abwehr. Irks. Was brauchst du, Kleiner? Du schon wieder. Ich will möglichst Abwehr halten, weil hier gibt es echt immer ziemlich viel Schaden. Vitalität will ich eigentlich auch nicht wegmachen. Zauber der Vitalität leicht erhöht. Nope. Aber wir lassen es mal. Worüber haben wir noch geredet? Haben wir ja ein bisschen was gemacht. Das kann also schon gar nicht schaden. Okay, naja, war interessant hier. War interessant. Ich denke, wir sehen das noch öfter, Brock, wa? Die andere Nebenquest machen wir ja. Das ist ja, da müssen wir ja die kompletten Gewässer erkunden. Das ist nicht mal eben gemacht. Ich fahre ja sowieso erstmal alle, also ich fahre jetzt quasi einmal im Kreis von dieser Map. Also ich bin ja jetzt hier. Wir haben hier angefangen, hier wissen wir, dass wir da sind. Wir sind dann hier runtergefahren und dann sind wir hier komplett in den Osten gefahren. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch in dieser Völdurngruft machen. Und dann fahren wir hier hoch, dann fahren wir da lang, dann fahren wir da hoch, dann fahren wir da hoch, dann fahren wir an der Weltenschlange vorbei. Und wenn wir hier einmal komplett um diesen See der Neuen rum sind, dann machen wir Main Story. Denke ich mal. Dass ich das so möchte. Mal schauen. Aber ich werde erstmal noch ein bisschen was nebenbei machen. Solange mich die Nebensachen interessieren und unterhalten, mache ich das. So, wo waren das jetzt? Ach nee, das ist... Ach, das ist einfach nur der Eingang. Ah, also waren wir da. Das ist schon richtig. So, das heißt, wir halten uns jetzt hier und biegen jetzt hier gleich rechts ab. Und gucken, wo wir... Also ich möchte auf jeden Fall alle Anlegepunkte entdecken. Während wir hier rumfahren. Da ist der nächste. Gewaltig. Das Tor muss man doch öffnen können. Irgendwie. Das ist ein sehr beeindruckendes Tor, das ist richtig. Hier hey, wäre das auch sieht eine aus Kiste. Wie ein Wasserrad. Oder eher ein Unterwasserrad. Hast du gerade gelacht? Nein. Ganz sicher? Ja. Ich lache nicht. Das weiß ich doch. Lol. Okay, der Steinfall. Ja, dann gucken wir uns als nächstes den... Ne, warte mal. Wir gucken uns nicht als nächstes den Steinfall an. Ich möchte das andere Ding noch erkunden, was hier war. Nicht, dass ich das vergesse. Hier konnte man nämlich auch gerade noch irgendwo anlegen. Wo fahre ich hin? Warte mal. Hier war das Tor. Hier war doch auch gerade noch ein Anlegepunkt, oder nicht? Hier. Nee. Das da, wo ich jetzt gerade hin bin. Hier, oder? Jawohl. Das ist der See der Neun. Das ist der Steinfall. Okay, naja, ich wollte es nur auf der Map markiert haben, quasi. Ich sollte gar nichts, Yannick. Ich sollte einfach spielen. Hallo, Tesla, grüß dich. Okay, was haben wir hier? Junge, hierher. Jawohl. Eine Karte, super. Und den Ort von der Schriftrolle finden. Schiffskapitänsschlüssel. Der Schiffskapitän lag am Bauch der Hydra. Und der Schlüssel war meiner. Welche Anspielung auf Teil 1.
Ich brach zu einem neuen Land auf, aber mein Schiff versank und damit der Schlüssel. Er schläft direkt unter den Wellen auf einem Unterwassergipfel. Okay. Wie, Moment, hier ist nichts. Hier ist nix. Und das aufgemacht für nix. Weird. Oha, wir haben einen neuen Gott hier. Den Tesla. Da ist er. Dankeschön, Mann, für deinen Sub. Warum haben wir das Tor aufgemacht? Zugemacht. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Verstehe ich nicht. Okay, das ist bestimmt der Shortcut. Und hier gibt es bestimmt einen Kampf. Oh, nicht so eine schon wieder. Mann, das wäre mein neuer Spell gewesen. Oh, was bist du denn? Wo ist der Gegner? Nein, du gehst dich nicht verbuddeln. Eindeutig ein neuer Gegner. Schnäpschen! Bebas, haut ein Schnäpschen raus. Dankeschön, Bebas. Zum Wohle. Okay. Vielleicht mal gucken, was das hier Neues war. Warte mal, muss ich von denen auch wieder x-tausend Dinger töten? Ich weiß nicht, was Neues und was nicht. Das ist schon schlimm. Was ist das denn für ein Vieh gerade? Was ist denn... Ah, das sind die Nachtmahn. Ach, das war ein verfluchter Tatzelwurm. Das eine war ein Tatzelwurm, das andere ist ein verfluchter Tatzelwurm. Dieser Tatzelwurm hat zwar keinen Giftstachel, besitzt jedoch eine Drüse in seiner Kehle, mit der er Gift spucken kann. Ich weiß, echt widerlich. Das Gift ist bei Berührung tödlich, daher müssen... Wir, selbst wenn wir ausweichen, aufpassen, nicht hineinzutreten. Aha. Okay. Interessant. Oh, da ist die Weltenschlange. Es sieht ja alles schon wieder ganz geil aus hier. So, an dieser Stelle muss ich sagen, dass ich nach 6,5 Stunden Streamarino mal kurz eine kleine Pause brauche. Aber wir machen gleich weiter. Verschwindet nicht. Wir werden heute noch bis tief in die Nacht streamen. Ich habe auch irgendwie, glaube ich, Lust auf ein Bierchen, dann ist es nämlich ganz schön warm. Und deswegen machen wir eine kurze Pause. Ich bin quasi gleich wieder da. Und dann geht's weiter.